So, willkommen zurück zu Layers of Fear und zwar in den Kapitel Farben. Davor hatten wir den Kapitel Leinwand. Formlose Träume. Dann gehen wir mal hier schön weiter. Ein Fahrstuhl. Na, da springen wir doch mal rein, ne? Machen wir die Scheiße hier zu. Alter, jetzt los, Alter. So zwischendurch mal. Kein Ding. Glaube mal Endstation. Ja, schon mal zu. Auch zu. Das ist doch eine Tür aufwärmen, oder? Gibt es hier Lichtschalter? Nee. Aber ein Schlüssel. Langsam macht mich hier ein bisschen nervös. Ich höre keine Musik. Nee. Nein. Was ein schöner Text. Sehr geehrter Herr, während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich Ihrer Frau sowie Ihnen selbst nichts als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Ein Hauttransplantat ist eine extrem heikle Angelegenheit, der von Natur aus ein gewisses Risiko zum Scheitern zugrunde liegt. Dies vorweggenommen kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen und ich vom St. Anne Krankenhaus alles in unserer Macht Stehende getan haben, um einen möglichst positiven Ausgang für Ihre Frau zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Verletzung Ihrer Frau das bestmögliche Ergebnis erreicht haben, das wir erwarten durften oder dürften. Selbstverständlich haben Sie ein Recht auf Ihre eigene Meinung und ich kann Ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist Ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an meine werten Kollegen und mich die Situation Ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass Sie derzeit unter großer Anspannung leiden, weshalb ich Ihnen von einer Strafanzeige absehen werde. Hat er Glück gehabt. Sofern Sie von jeglicher weiteren Korrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unseren Mitarbeitern, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde. Für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen möchten, wird mein Assistent Ihnen die Kontaktinformationen mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne ihre kompetenten Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch diese anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie den besten Wünschen für Ihre Frau und Sie, Dr. Matt William H. Green. Naja, irgendwo kann man es aber oft verstehen, sag ich mal. Aber schauen wir mal. Hier ist nämlich da, wo sie Klavier spielt, nämlich, genau. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg.
wenn man das so ansatzweise ein bisschen versteht, wisst man auch dann, worum das geht, sag ich mal. Also, er ist nicht hier ganz beisammen, ist sauer, schreibt Drohbriefe, weil er, wie gesagt, nicht warten kann oder keine Geduld hat. Wer weiß es, vielleicht finden wir ja noch ein paar Dokumente, wo noch mehr drin steht. Boah, das Geräusch höre ich gar nicht, ja, ne? Nick, Alter. Oh, lol. Ich sehe, fängt jetzt schon langsam an zu brennen. Nicht gut. Alter. Heftig, Alter. Eine Puppe, die ausblutet. Ey, heftig, Alter. Boah, hier alles voller Blut, Alter. Glasscherben, Flaschen. Alter, irgendwas stimmt hier nicht in dieses verdammte Herrenhaus. Passiert, Alter. Entscheide dich. Entscheide dich. Scheiß Ratten, verpisst euch, Alter. Na, zugemauert, ey. Das ist ja kein Wunder, dass er so drauf ist, Alter. Könnte ich aber auch verstehen, Alter. In dieses Haus hier. Frau verstorben. Töchter weggenommen oder die Tochter weggenommen. Alles klar, jetzt dreht er natürlich durch. Weil jetzt versucht er halt seinen Kummer halt mit Malerei, Kunst und Musik zu unterdrücken hier. Scheiße, jetzt geht nicht, Scheiter. Ah, auch keine Briefe hier, wa? Keine Informationen hier irgendwo. Nee. Da haben wir auch noch einen Kronleuchter, oder? Ja. Aber man merkt, es sind überall Gemälde, also das ist Wahnsinn. Alter, fuck, ey. Alter, ist ja mal richtig krass, Alter. Oh, dann kann ich auch verstehen, dass er verzweifelt ist, ey. Übelst, ey, was sich hier verändert. Die Gemälde verändern sich, die Räume verändern sich. Die ganze Atmosphäre verändert sich hier. Ja. 300. Ach, guck mal an. Kann man das da drehen wahrscheinlich, wa? Schlüssel. Für was braucht man denn jetzt einen
Für was braucht man jetzt mal einen Schlüssel? Für was? Hätte ich mal doch da lang gehen müssen, ey. Scheiße, ich wäre gerne in den anderen Raum gegangen, ey. Ah, scheiße. Sehr schön, sehr schön. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Ah, jetzt steht natürlich überall, okay. Ja, es kann nicht rückgängig gemacht werden, ja. Jetzt verstehe ich es natürlich auch. Wir hätten doch mal in den anderen Raum gehen müssen, der mit dem Schlüssel, ey, verdammt. Schönen Sitz, ey. Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Aww. Ich hab uns einen Hund gekauft, also das hat doch alles hier doch seinen Sinn, ey, mit die Gemälde, Ring, Hund kaufen. War mal ein Köder. Weil wenn man immer in den Raum drin ist, kommst du nicht raus, ist das Problem, schade, ey. Alter, was war denn das, ey? Sind wir ja ganz woanders hier. Da schon mal zu. Hoch zu. Wir haben erstmal bestimmt keine Bedeutung. Erstmal. Fuck you, ey. Na, umdrehen wahrscheinlich, wa? Na, geil, ey. Boah, Alter. Das Ding richtig durch eben, Alter, Hammer. Gefällt mir. Ah, da hab ich mich erschrocken eben, ey. Ja, hier sind wir. Ich werde die Tür nochmal probieren.
Alter, hier, seid ihr fertig, ey. Oh, Alter. Fuck, ey. Dann viel Spaß morgen mit der Erweiterung. Schön. Türen, die sie sich selbstständig machen. Alter, bleibt mal locker hier. So, auf jeden Fall liegt da schon mal. Schlüssel. Oh Leute, macht keinen Scheiß, ey. April. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn ebenso schwierig ist, aber ich sollte es verdammt nochmal besser wissen. Mit meinem kleinen Kind im Haus, das ist einfach verantwortungslos. Oh, Alter. Bei den Texten, ey, nach dem Game, Alter, ist kein Wunder, ey. Sieht ist ein Hochzeitsbild, aber alle Gesichter zerkratzt. Ja, und weitere Informationen liegen hier nicht. Oh, Alter, was denn das, Alter? Alter. This house is absolutely amazing. But those stairs, with that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Den Stock hat doch schon am Anfang irgendwo gesehen, oben in den Treppe hoch und rechts, Alter. Alter, irgendwas stimmt hier nicht in diesem verdammten Haus, ey. Man achtet gar nicht so drauf, aber hier liegen auch Bilder auf dem Boden, ey. Entfesseln Sie Ihre innere Schönheit mit dem neuen Glamour Fusion Max. Sagen Sie Lebewohl zu Agne Na... Was? Agne... Agne Namen? Vergrößerten Poren und anderen unangenehmen Hautproblemen. Mann! Der neue Glamour Fusion Max Concealer wird ihrer Haut ein gesünderes Aussehen sowie ein sanfteres Gefühl geben. Betrachten Sie es nicht als ein Abdecken von Unzüglichkeiten, sondern als das Entfesseln ihrer inneren Schönheit. Ihr inneren Schönheit. Nicht ihrer äußeren Schönheit, sondern ihre inneren. Das sieht aus wie ein Friedhof, das Bild, ey.
Boah, wo kommt denn das her? Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Alter, ich brauche einen Lichtschalter. Gibt's hier keinen Lichtschalter? Oh, fuck it, ey. Na doch, ist ja an das Licht. Ach, guck mal an die Prothese. Prothesen, die nimmer satte Bastarde. Kann mir keine neue kaufen. Warum das beschissene Bein? Leg mal eine andere Platte auf. So, und los jetzt. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Alter, scheiß, fuck you, Alter. Alles klar, Alter. Oh, Gott sei Dank. Ich ertrage es nicht, dich zu sehen. Es geht dir nicht gut. Du schwitzt und zitterst die ganze Nacht und hier bist du nun. Wie üblich eingesperrt in deiner eigenen Werkstatt. Dieser ganze leidende Künstlerumfug hat jetzt aufzuhören. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Alter, scheiß Fuck, ey. Hast selbst jetzt verloren alleine, du verdienst es, ein Grab für dich beende es. Alter, ich bin ja mal gespannt, wie das krass weitergeht, ey. Zuerst suchte ich nach einer Leinwand. Nicht irgendeiner Leinwand. Ich musste ein Messer finden, nicht irgend so ein Brotmesser. Es musste scharf wie eine Rasierklinge sein, also benutzte ich tatsächlich eine Rasierklinge und zog vorsichtig die Haut ab. Der Sof half dabei, meine Hand ruhig zu halten. Alter, was ist denn das für ein Game, Alter? Wir machen auf jeden Fall in der nächsten sauberen spritzigen Runde weiter, also haut da rein, bis dann.